So, fangen wir erstmal an mit der Regelbewegung der 6-0-Deckung. Also, wie wir hier sehen, haben wir die klassische Zuordnung mit außen links, halb links, innen rechts, halb rechts und Außenrechtsverteidiger. Fangen wir erstmal an, wenn der Ball beim links außen ist. Regelbewegung zur Wurfhand ist die Zuordnung klar in 1 gegen 1 zwischen außen rechts und links außen. Wenn der Ballvortrag weitergeht, ist die Zuordnung auch klar. Verteidiger halb rechts gegen Rückraum links. So, interessant wird es dann, wenn der Ball von Rückraum links zu Rückraum Mitte geht. Dort stellt sich dann natürlich immer die Frage, unabhängig davon, ob der Kreisläufer jetzt gerade hier steht oder nicht hier steht, nehmen wir mal raus, wer tritt denn von den beiden raus, der innen links oder der innen rechts? Klassischerweise, wenn der Ballvortrag weitergeht nach der Regelbewegung, muss der ballferne innen links raustreten. Was wir hier gut erkennen, was auf jeder Position der Fall ist, ist die Dreiecksbildung der 6-0. Die haben wir auch in dem Fall, wenn der Ball von Rückraum Mitte zu Rückraum rechts weitergeht. Auch hier wieder, wenn unser halblinker Verteidiger raustritt und den Rückraum rechten attackiert. Auch hier haben wir wieder die Dreiecksbildung. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Position des Kreisläufers. Hier spielt das Übergeben und Übernehmen eine wichtige Rolle. Nehmen wir jetzt an, der Ball ist bei Rückraum links. Kreisläufer steht bei Verteidiger halb rechts. So, wir haben nun diese Situation. Rückraum links geht ins 1 gegen 1. Wenn Rückraum links zwischen 1 und 2 zieht, in diese Lücke, in die Tiefe, ist natürlich die Aufgabe des halbrechten Verteidigers rauszutreten. Hier haben wir wieder die Dreiecksbildung klar zu erkennen. Und innen rechts muss vorarbeiten vor den Kreis und den Pass abschirmen. Das wäre die klare Zuordnung für diesen Fall. Wenn wir nun Rückraum links haben und dieser zur Mitte zieht, und je nachdem, ob er dann Pass zu Rückraum Mitte oder den Wurf in Erwägung zieht, ist natürlich die Aufgabe, vom innen rechts herauszutreten und vom Halbrechtsverteidiger vor den Kreis zu arbeiten. Hier haben wir wieder die Dreiecksbildung. So, natürlich kommt auch die Situation oft zustande, dass ein Mismatch bei den Außen entsteht, wenn der Kreisläufer bei Verteidiger außen links oder außen rechts positioniert ist, was natürlich sehr wichtig ist, dass dort hier Verteidiger halb rechts oder halb links eng zusammenrückt mit dem Außenverteidiger und dass innen rechts in dem Fall, wenn Rückraum links den Ball hat, heraustritt. Der wir hier die 1 gegen 1 Situation haben. Hier haben wir die Zuordnung, drei Spieler, drei Abwehrspieler, drei Angreifer. Falsch wäre es natürlich in dem Fall, wenn der halb rechte hier raustritt, weil wir dann dort hier immer eine Überzahlsituation haben. Natürlich haben wir auch die Situation, dass der Linksaußen oder Rechtsaußen einläuft. Hier präferiere ich folgende Zuordnung. Wenn der Linksaußen mit Ball auf den langen Pfosten einläuft, passt er den Ball zurück auf links. Er läuft ein auf den langen Pfosten. Und in dem Fall hat außen rechts hier keinen Gegenspieler und attackiert den ballführenden Rückraum linken direkt, tritt schnell heraus, spielt den Pass weiter und nimmt diesen dann aus dem Spiel. Dadurch verdichten wir das Spiel auf der einen Seite und das Spiel konzentriert sich sehr stark auf die rechte Seite, was dann aus meiner Sicht auch leichter zu verteidigen ist. So, im Falle einer Kreuzung ist vor allen Dingen das Übergeben-Übernehmen ein ganz entscheidender Punkt. Nehmen wir jetzt mal die Kreuzung von Rückraum Mitte zu Rückraum links, Ball kommt von Rückraum rechts. Rückraum Mitte kreuzt für Rückraum links. Und da muss auch wieder hier der Ballferne in links raustreten, in rechts arbeitet vor den Kreis herum. Und wir haben die Situation wie vor einer Regelbewegung beschrieben.